Was geht? Neues Video. Wir sind wieder im Hallenbad. Heute gibt es eine Challenge, und zwar die Alphabet-Challenge. Kennt vielleicht der ein oder andere schon von ein paar amerikanischen YouTubern. Bei der Challenge muss man zu jedem Buchstaben im Alphabet einen Trick machen, der natürlich mit dem Buchstaben anfängt. Anders als die anderen werden wir die Challenge heute im Schwimmbad machen. Heißt jetzt nicht zwangsweise nur Tricks ins Wasser. Lasst euch einfach überraschen. Wir starten gleich mit dem Buchstaben A. A steht nämlich für am Turm abstoßen. Das Abstoßen kann man nicht nur mit der Hand machen, das geht natürlich auch mit dem Fuß. Das zeige ich euch jetzt vom Steineinser. Wir machen weiter mit dem Buchstaben B. B steht klassisch für den Bauchklatscher. Zur Technik gibt es zu sagen, leichtes Hohlkreuz ist natürlich enorm wichtig. Schön knapp auf dem Bauch landen. Und am besten vom Fünfer. Nee, sicher nicht. Den werde ich euch vorführen mit perfekter Ausführung Technik vom Einser, weil mir 5 zu hoch ist. 100%ig sauber war er nicht. Ich glaube, den machen wir gleich nochmal. Ja, die Hände sind nach vorne gegangen. Es hat auch nicht geklatscht und es muss klatschen. Und wer hatte das Klatschen? Oh. Aua. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Sehr schön. Ob man es richtig gemacht hat, sieht man dann an der Wirkung des Körpers. Ich würde sagen, Ausführung hat gestimmt. Weiter im Alphabet geht's mit dem Buchstaben C. C steht für den Kork, ganz klassisch. Rückwärtshaltung mit Schraube von einem Bein abgesprungen. Für den Buchstaben D kommt natürlich nur eins in Frage. Den machen wir gleich nochmal. Jetzt kommt das E. E steht für Easy. Heute gibt es wieder einige unserer Memes. Beim Easy ganz wichtig, man macht den Sprung. Dabei muss deutlich die Easy-Bewegung zu sehen sein. Sei es im Split, im Layout, ganz egal. Ich zeige euch ein paar Variationen vom Dreier. F ist der nächste Buchstabe. F steht für Fail. Ja, Fail, Englisch für einen Sprung, den man nicht geschafft hat. Genau, das ist die Übersetzung. Sprachen lernen. Fail. Ich werde jetzt ein paar Fails hinlegen. Vom Stein 1 natürlich alles gewollt. Warm machen ist natürlich immer wichtig bei sowas. Genug gefailt. Weiter geht's mit dem Buchstaben G. G steht für Grabs. Kann man nicht nur im Sprung machen, sondern auch in Federn. Ich werde es kombinieren. Aber ich muss euch warnen, das ist natürlich nur was für Level 4 Springer. Am besten nicht zu Hause nachmachen. Genug gegrabt, ich bin auf 5 Meter. H steht nämlich für den Handstand. Reinhard, was kommt bei I? Bei I, man kennt, jetzt kommt das ins Schwimmerbecken springen, auch wenn es nicht ganz erlaubt ist. Das war J für jetzt gibt's Ärger. Das war das J. Ich kann nur noch mal sagen, nicht zu Hause nachmachen, gibt auf jeden Fall Ärger. Nächster Buchstabe im Alphabet ist das K. K steht für nichts anderes als Kartoffel, die den Fünfer nass macht. L steht für Layout, als Sprünge im Hohlkreuz. Was für ein Layout willst du sehen? Vorwärts, rückwärts, Auerbach, Delfin. Vorwärts. 1, 2. 1,5. Da freut er sich. Das war der Layout. Wir sind beim M angekommen. So hat auch der Stefan seinen Auftritt. M steht für nichts anderes als neben dem Nichtschwimmerbecken einen Salto machen. O steht für den Open Elvis, ist eine Landeposition aus der Jump Chart. Für alle, die den nicht kennen, der sieht so aus. Da ist Beweglichkeit gefragt. Ich werde den machen von 5. Ich werde mir allerdings den Blubber anmachen, weil ich keinen Bock habe, dass mir da jetzt wehtut. Weiter geht's mit dem Buchstaben P. P steht für Palmflip. Heißt, man hängt sich an den Turm, schwingt die Beine nach hinten, stoßt sich ab und zieht einen Rückwärtssalto. Den werde ich von 5 machen.
Man kann ihn allerdings auch von niedriger machen. Und man kann ihn auch noch niedriger machen. Das heißt aber nicht, dass man ihn rumkriegt. Jetzt bin ich gespannt. Buchstabe Q, was kommt? Beim Q, muss ich sagen, sehe ich sehr oft in den Schwimmbädern. Q steht für quer durchs Becken fliegen, heißt beim Federn muss man verfedern, möglichst weit an die Kante vom Brett kommen, dass man den maximalen Radius mitnimmt, quer durchs Becken fliegt, am besten noch mit dem Buchstaben F für Fail kombinieren. Da hat man alles richtig gemacht. Ausführung 10 von 10, Landung 9 von 10, hätte noch krasser sein können. Als nächstes kommt das R. R steht für den Rückwärtssalto, ganz klassisch. Da der aber zu langweilig wäre, machen wir einfach 3 mit der Schraube im ersten. Buchstabe S kommt als nächstes, steht nicht für die Small Cat, wie es vielleicht einige von euch jetzt erwartet hätten. Grüße gehen raus an Nico. Sondern steht für den Seemannsköpfer, heißt Kopf voraus, eintauchen wie bei einem Hecht, nur ohne Arme. Seemannsköpfer kann man nicht nur vorwärts machen, geht auch rückwärts, zeige ich euch vom Einsatz. Beim Klippenspringen verweisen wir immer darauf, dass man abtauchen soll, um zu checken, wie tief es ist, dass man sich nicht ein Bein bricht oder sogar zwei. Deswegen auch hier im Schwimmbad T ganz klassisch für Tiefe abchecken. Wie tief ist es? Was schätzt du, wie tief ist es? 3,80 ungefähr. 3,80 klingt gut. Weiter geht's mit dem U. Ein Trick, den ich auch schon relativ oft gemacht habe. Meistens eher ungewollt, diesmal mit Absicht. Jetzt kommt der Unterdrehte für Verfügbarkeit. Der war gut unterdreht. Fürs V wird es jetzt sportlich, weil alles andere so unsportlich war. Wir bringen den Fußball mit in die Challenge. V steht nämlich für den Volley. Heißt, Sascha schmeißt mir den Ball zu. Ich werde hier einen auf Profi-Kicker machen. Erstklassigen Volley raushauen. Subaru am Start. Tsubasa. Tsubasa am Start. Zack. Ja, dann leg mir mal einen vor, Sascha. Das war wohl Buchstabe D. Den machen wir gleich nochmal. Buchstabe D, den hätte sogar meine Oma gemacht. Komm. Ah! Das war wohl D für, der wäre fast auf den Beckenrand gegangen. Buchstabe D, den lassen wir jetzt mal lieber. Ein Versuch noch, aber ich lege ihn mir selber vor. Den lassen wir wirklich. Wir sind schon bei den letzten Buchstaben angekommen. Wir machen weiter mit dem W. W steht für wegrutschen. Klingt einfach, aber da gehört einiges dazu. Man muss natürlich erst den Absprung präparieren. Heißt, wir machen den jetzt mal ordentlich nass. Also ihr seht, Aquaplaning ist drin. Der ist natürlich auch technisch nicht so einfach. Am besten ist natürlich ein Absprung, wo man schief abspringt. Heißt, Bein querstellen und natürlich Vollgas reingehen. Der Trick ist dann ziemlich random, was rauskommt. Da lassen wir uns einfach überraschen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man richtig ausrutscht. Der ging tatsächlich besser als gedacht. Ich bin 1A weggerutscht. Ihr habt mich ja nach Tutorials gefragt. Hier habt ihr eins zum Wegrutschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Der Buchstabe X steht für den X-Split. Die X-Position einnehmen, den Salto unterbrechen, den X-Flip machen. Fürs Y greifen wir nochmal auf die Jump Chart zurück. Jetzt kommt der Yogi Cannonball. Ausführung sieht so aus. Wir sind beim letzten Buchstaben angekommen. Jetzt kommt das Z. Z steht für Zielspringen. Oh, was? Das war's dann auch schon wieder mit der Alpha-B-Challenge. Ich hoffe natürlich, euch hat unsere Version davon gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher Buchstabe euch am besten gefallen hat, falls ihr andere Ideen für Buchstaben habt. Also bessere Vorschläge als die, die wir gemacht haben. Zu guter Letzt, abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Mm.